Hey ho, meine Lieben, heute machen wir selber eingelegte Nackensteaks. Jawohl, die habe ich heute Nacht um 12 Uhr noch eingelegt. Einmal Honig-Senf und einmal in Paprika. Ja, was man so nennen kann. Ein paar Zutaten haben mir gefehlt. Da habe ich ein bisschen was anderes dafür genommen. So wie es halt immer läuft, man macht was und dann fehlt was und dann findet man den anderen Weg. Und genau das mache ich heute. Das Ganze wieder auf dem Severin Tischgrill. Und nebenbei bin ich ja noch auf die Idee gekommen, einen Vergleich zu machen, weil ich habe ja jeweils zwei Stück. Ob ich nicht die ein, zwei auf dem Severin mache und die anderen auf dem Opti-Grill. Aber das sehe ich nachher. Jetzt mache ich erstmal zwei Stück auf den Tischgrill und dann gucke ich, wie die werden. Genau. Und vielleicht mache ich mal später nochmal zwei. Weil heute wird es eigentlich fast bloß fleischig, weil ich mache mir keine Beilage dazu. Nur noch ein Toastbrot, ein bisschen Gourmetle Kräuterbutter drauf und fertig. Und das ist heute mein Essen. Bin noch von gestern satt. Geh mal rüber in meine kleine, aber feine Küche. Da gibt es jetzt die Rückschau zu heute Nacht, kurz vor 12 Uhr. Und dann sehen wir uns schon wieder am Tischgrill, der schon vorheizt. Und dieses Mal ein bisschen länger. Tja, da haben wir sie, vier kleine Nackensteaks. Und meine Zutaten, blöd ist immer, wenn man feststellt, verdammt, da fehlt was. Und in dem Falle fehlt mir zum Beispiel eine Zitrone, ein frischer Knoblauch, aber machen wir ohne und gucken wir ganz einfach, was draus wird, wie es schmeckt. Anfangen tue ich mit der Senfmarinade, mit der halbwegs selber kreierten. Raus. Da fangen wir mal hier mit einem mittelscharfen Senf an. Quetschen wir hier mal was rein. Na komm. Den brauchen wir dann schon nicht mehr. Ein Löffelchen süßen Senf. Honigsenfmarinade, ein bisschen Pfeffer, etwas Salz, ein Spritz Honig. Ordentlich verrühren. Naja, komm. Ein Spritz Worcester Worcester Soße. Kann auch nicht schaden. Und fertig ist meine Honig-Senfmarinade. Ganz einfach, schnell gemacht. Da kleistern wir jetzt die zwei Steaks rein. Dass die beide schön einmariniert sind. Ja, es ist jetzt ein bisschen blöd, weil ich es nirgends hinlegen will so. Aber es funktioniert ja ganz gut. Ja, sieht gut aus.
Ja. Könnte lecker sein. So, und dann haben wir schon das erste Steak-Paket fertig. Und jetzt habe ich bloß die große Dose hier noch. So, hier fehlt mir jetzt zum Beispiel der Knoblauch. Da nehme ich hier jetzt einen Tomatenmark mit ein bisschen Knoblauch drin. Na, geht zu. Und noch ein bisschen was von dem Paprikatomatenmark. Auch hier tun wir einen Sprutz Wustersoße mit dazu. Na, noch gar nicht offen, mein Olivenöl. Aber jetzt. So. Dann noch ordentlich Paprika. Ich nehme hier jetzt wieder Edelsüß. Bisschen Pfeffer. Und etwas Salz. So. Zum Schluss schneide ich mir noch ein Stückchen von der Zwiebel ab. Und dann hauen wir die Zwiebel da auch mit rein. Und je nachdem, wie die Konsistenz dann ist, können wir noch ein bisschen Öl mit dazu tun. Tja, dort schmeißen wir jetzt einfach unsere Steaks rein und tun die hier ordentlich einkleistern. Oh Mann, jetzt regt es mir auf. Ja, dann kann ich hier auch den Deckel drauf machen. Dann wischen wir auch noch oben rum ab. Ja, und fertig sind die Steaks mariniert. Und die kommen jetzt in den Kühlschrank bis morgen. Wie spät haben wir es denn? Ja, bis morgen, noch nicht ganz 12 Uhr. Und morgen kommen sie dann auf den Tischgrill. Jo, jetzt machen wir hier nochmal die Geruchsprobe. Also die sind etwas schärfer, habe ich ja gestern Abend schon oder heute Nacht schon festgestellt. Ja, und das sind, auch die riechen mal richtig gut. Also da bin ich ja gespannt, wie die hier schmecken. Mal so richtig gespannt. Dann können wir wirklich jetzt rüber zum Tischgrill gehen und können die eigentlich auflegen. Ja, ein bisschen mehr Dampf könnt ihr wirklich haben. Jetzt wird es warm. Okay, vorgeheizt exakt 10 Minuten. Und jetzt probieren wir es einfach wieder aus. So. Und dann gucken wir mal, wie sie heute werden.